Silvia Wolny, überraschende Verkündung zu Baby Nummer 12. Harald Elsenbast ist nach seinem Herzinfarkt auf dem Wege der Besserung, und schon spricht Silvia Wolny über die Familienplanung. Hoffentlich wird bei TV-Familie Wolny bald alles wieder gut. Die vergangenen Monate waren nicht leicht für Elffachmama Silvia, 54. Sie machte sich große Sorgen um ihren Lebensgefährten Harald Elsenbast, 58, der einen Herzinfarkt erlitt. Gegenüber Closer verrät sie nun, wie es ihm, und auch ihr, seit diesem Schicksalsschlag geht. Es liegen schwere Monate hinter Silvia Wolny, schon seit Ende Oktober kämpft ihr Verlobter um sein Leben. Erst hatte er einen schweren Herzinfarkt im Türkei-Urlaub, dann musste er Silvester wieder mit Beschwerden in die Klinik eingeliefert werden. Es nagt nach wie vor an einem, das alles ist sehr schwer zu verarbeiten. Dennoch versucht man, so gut es geht, zur Normalität zurückzukehren, erzählt Silvia Wolny. Silvia Wolny spricht über Nachwuchs. Glücklicherweise gehe es ihrem Harald den Umständen entsprechend gut. Besser als noch vor zwei Monaten, es ist aber noch ein sehr langer Weg. Die Ärzte tun ihr Bestmögliches. Durch den Vorfall sind Teile des Herzens für immer irreparabel beschädigt, sagt sie. Und auch Silvia ist dadurch am Ende ihrer Kräfte und nimmt Medikamente zur Beruhigung, wenn auch nur auf homöopathischer Basis, wie sie sagt. Meine Familie gibt mir den nötigen Halt. Wohl auch deshalb, weil bei den Wolnys Leid und Lachen sehr dicht beieinander liegen. Tochter Silvana, 24, ist schwanger. Darüber freue ich mich natürlich sehr, schwärmt Silvia. Und wie sieht es bei ihr mit Kind Nummer 12 aus? Aktuell ist kein eigenes Kind geplant, erklärt sie lachend. I'm so happy, I can't imagine.